Hallo, hallo, Herr Mahata? Ja, wer bist du? Mein Name ist Robert Jensen. Oh, ein Wikinger, okay. Robert Jensen, ja? Ja. Sagen Sie bitte, so wie ich verstanden habe im System, Sie haben Ihre Daten bei uns eingetragen. Aha. Und Sie wollen dann Geld zusätzlich verdienen, stimmt? Genau, das? Wir wollen mit euch nach Beutezug nach Lindisfarne machen, Kloster plündern, right? Okay, okay. Sagen Sie bitte, Sie haben bei uns Ihre Daten so eingetragen, wie Ihre Vorname ist Nummer Mahata. Ist das richtig? Ja, das ist mein Name. Und wir kommen von Bangalore, um mit euch bei Raubzug zu machen, bei Wessex, East Anglia und all den anderen, right? Ich habe 13 tapfere Krieger mitbringen. Die haben alle eigene Kamele. Okay, okay. Ich habe verstanden. Sehr gut. Sagen Sie bitte. Wann können wir anfangen? Ja, jetzt gleich. Oh, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, ja. Herr Mahata, sagen Sie bitte, haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich oder erstmal Registrierung gemacht? Das erste Mal, erste Mal. Erste Mal, ja, okay. Und sagen Sie bitte, wie alt sind Sie, Herr Mahata? Ich bin 37 Jahre alt. 37 Jahre alt, stimmt? 37, ja. Sehr viele Ziegen bei meinem Leben. 37 Jahre alt sind Sie, stimmt? Right. Es geht nicht um Ziege. Vielleicht haben Sie viele Ziege. Aber meine Frage war, wie alt sind Sie? 37 Jahre alt, ich dir sagen. Okay, okay. Sagen Sie bitte, was machen Sie beruflich? Arbeiten Sie? Ja, ich bin Handelsmann, right? Handel machen. Handeln. Sie arbeiten im Handel. Teppich, ja? Teppich. Teppiche, verkaufen Sie Teppiche? Nicht Teppiche verkauft machen. Von India, von Pakistan, von Usbekistan, Absurdistan, ganz weit weg ist dann, wir alle haben. Von alle Länderstan verkaufen Sie die Teppiche, stimmt? Von was? Von alle Länderstan. Nur von guten Ländern, nur von guten Ländern, right? Nicht von Kasachstan, right? Nur Usbekistan, right? Also aus Kasachstan, Sie verkaufen keine Teppiche, nur aus Usbekistan verkaufen Sie, richtig? Ja, weil Kasachstan ist sehr gut bei Potassium, right? Aber nicht gut bei Teppich. Den anderen Sachen gut machen, aber nicht Teppich. Okay, ich habe verstanden. Right. Sagen Sie bitte, Herr Machata, ist das richtig, Machata oder Mahata? Mahata bitte, das ist von Indien. Mahata, Sie sind original aus Indien angekommen. Aus Indien, ja, Bombay. Von Bombay. Sind Sie angekommen, ja? Ich bin angekommen, ja. Und jetzt werden wir bei euch bei Raubzugbegleitung machen, ja? Wie lange brauchen wir für Profit machen? Wie lange? Aha. Das ist unterschiedlich. Manchmal brauchen Sie ein paar Minuten, manchmal brauchen Sie ein paar Tage. Ah, je nachdem, wie gut die Christen den Schatz versteckt haben, right? Weil wir müssen den Schädel schlagen und unter Altar gucken, wo haben die den Gold hinlegen und wir dann mitnehmen. Ganz genau. Das ist sehr gut. Sie haben schon Erfahrung dabei, stimmt? Aha. Wir schon bei erste, zweite und dritte Kreuzzug mitmachen. Wir kämpfen mit Salahadin und wir Zurückeroberung machen von Al-Quds, right? Okay, okay. Dann, Herr Mahata, wir machen Folgendes. Sagen Sie bitte, Sie haben bei uns Ihre E-Mail-Adresse eingetragen als Nummer, 2x M, Nummer, @web.de. Ist das richtige E-Mail-Adresse? Nein, das ist Protomail, right? Zu Test machen, dass keine Werbung bei meiner kommen. Meinen Sie, Sie haben bei Ihrer Registrierung total falsche E-Mail-Adresse eingetragen? Nein, ich habe eine Falschtippung machen, right? Ich mit Dolch draufdrücken und ganz viele Tasten erwischen, right? Nochmal, Herr Mahata, nochmal bitte. Sie haben bei Ihrer Registrierung bei uns folgende E-Mail-Adresse eingetragen. Soll ich dir die E-Mail-Adresse geben, meine Bruder?
Ich bin nicht Ihre Blöde. Nee, du bist nicht der Blöde. Ich habe Bruder gesagt, nicht der Blöde. Ich dir Respekt machen. Weil du, wir zusammen nach Valhalla kommen, right? Wir nach Valhalla gehen. Mit Turban und Kamele. Entschuldigung, dass ich falsche Wörter dabei benutze. Aber ich habe so gehört. Sie haben nicht Bruder gesagt, sondern anderes. Vielleicht Bruder, Brother, okay? Brother. Bratan. Brother. Englisch, right? Bratan ist Englisch, richtig? Nee, Brother ist Englisch und Bratan ist von Ruski, right? Von Ruski? Sagen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Wie ist richtig Ihre E-Mail-Adresse? Taube wie der Vogel? Taube wie Vogel oder wie? Ja, also den Wort Taube und dann akt@aol.com. Können Sie bitte buchstabieren? Buchstaben. Ja, Teppich. Araber. Teppich. Uhu. Bilbo. Und Emil. @aol.com. Okay, können Sie bitte nochmal wiederholen, aber nicht so schnell. Ja, so wie Teppich. Aber erste Buchstabe T wie Teppich. Richtig? Ja, Araber. Dann. Zweite ist A wie Araber. Ja, dann Uhu wie den Eule. Okay. Dann B wie Berlin. Warten Sie bitte. Dritte Buchstabe ist O. Nein, U, den Ulrich. Ulrich von Liechtenstein, right? Der den Turnier gewonnen. Ulrich von Liechtenstein aus Gelderland, verdammt. Der ist ein bekannter Ritter, right? Sagen Sie bitte, haben Sie jetzt gerade verdammt gesagt oder habe ich das falsch verstanden? Aha. Verdammt haben Sie gesagt, richtig? Nein, nicht bei Buchstabung dazugehören. Wir jetzt U haben, U wie Ulrich von Liechtenstein, right? Sagen Sie bitte, Herr Mahata, was waren Ihre Ziele bei uns, die Registrierung machen? Was erwarten Sie bei uns verdienen? Ich meine, Geld, wofür haben Sie sich registriert? Geld und Beute, ganz viel Geld. Gold, Schätzen, Land, Frauen. Und wir wollen alle nach Valhalla kommen, nach unserem Leben, right? Warten Sie bitte, Sie erwarten bei uns Frauen verdienen, oder wie ist das? Nein, Geld machen und dann den kaufen. Kauf machen, Trading machen. Wollen Sie Frauen kaufen oder wie? Ausgeleitet machen. Weil sehen Sie, manchmal brauchen Sie vorsichtig sagen. Also Frauen kaufen ist ein bisschen okay. So, dann machen wir weiter. Also Ihre E-Mail-Adresse ist T wie Teppich, A wie Amsterdam, U wie Ulrike, stimmt? Und sagen Sie bitte weiter. Ja, dann B wie Berlin. B wie Berlin, stimmt? Ja. Und dann E wie den Eber, wie den Wildschwein, right? E wie Emil. Right. Und dann? Den Zahl 8 zweimal. Zahl 8? Ja, zweimal. Akt. Zweimal 8. Nein, einmal. Mother-Jot. Einmal 8. Richtig. Nein, zweimal Akt. Akt. Du schreiben. Nicht sagen, du schreiben. Keine Fragen machen. Nochmal. Dann zwei Ziffer wie 8, richtig? Right. Und dann weiter, wie geht weiter? @aol.com. @aol.com. Meinen Sie AOL.com, nicht AOL.de oder so? Ne, .com, immer .com. Immer .com. Also nochmal, ich werde von meiner Seite wiederholen und prüfen, habe ich das richtig verstanden oder nicht. Ihre E-Mail-Adresse lautet taube88@aol.com. Ist das richtig? Ja, immer noch. Hat sich bei letzten 30 Sekunden nicht Änderung gemacht. taube88@aol.com. Dann machen wir Folgendes. Sie kriegen dann jetzt von unserer Seite
Ja? So wie ich verstanden habe, Sie erwarten bei uns, wie viel Geld erwarten Sie bei uns verdienen? Du mir sagen, wie viel kann man verdient machen, wenn ich mit meinen 13 Krieger aus Indien zu Überfall machen? Haben Sie eine bestimmte Erwartung dabei bei der Registrierung oder erwarten Sie, ich meine, was erwarten Sie dabei? 10.000, 20.000, 50.000? 100.000, wie viel erwarten Sie bei uns verdienen? Wie viel muss man geben und wie viel Prozent bei deiner Raiding-Trupp anbieten, right? Nochmal, Sie haben bei uns Registrierung gemacht und Sie erwarten irgendwas von Ihrer Seite. Sie haben keine Erfahrung dabei, so wie Sie gesagt haben, keine Erfahrung und Sie erwarten irgendwas. Ja, Profit, aber ich kann nicht wissen, wie viel, oder? Bin ich nicht Jarl oder König von Dänemark, right? Ganz genau. Sagen Sie dann bitte, wenn Sie, haben Sie die Möglichkeit jetzt mit 250 Euro anfangen? Okay, und welches Was? Profit machen? Ja, so wie 20%. 20%. Ist das okay von Ihrer Seite? 20%. Bei einem Jahr oder wie viel brauchen? Das ist unterschiedlich. Das kann ein Tag sein, das kann eine Woche sein, auch ein Monat sein. Ich kann Ihnen okay. natürlich nicht sprechen. Verstehen Sie wahrscheinlich... Ich habe verstanden, dass Sie etwas anderes verfolgen wollen. Deswegen wünsche ich Ihnen alles Gute und schönen Tag noch. Und wie können wir jetzt eine Überweisung machen, right? Oder wie sollen wir machen? Nur wollen Sie Geld nur überweisen? Ich weiß nicht, du mir sagen, wie muss ich machen? Ich will Profit machen. Profit wollen Sie machen. Und Tempelplünderung machen, right? Okay, dann Herr Mahata, warten Sie Aha. bitte. Ich werde jetzt alles, was Sie mir mitgeteilt haben, ja. weiterleiten an okay. persönlicher Berater und dann kriegen Sie den Anruf direkt von persönlicher Berater und er kann mit Ihnen direkt die Handelsstrategie besprechen. Ist das okay so? Und wann der machen? Wann der Anrufung machen? Wenn muss ich bald nicht mehr? Heute, vielleicht morgen. Heute, vielleicht morgen dann kriegen Sie den Anruf. Was können wir jetzt machen? Wann bin ich morgen bei Arbeit machen? Übermorgen kriegen Sie den Anruf dann, ist okay? Heute machen. Today, right? Heute. Aha. Dann kriegen Sie today. Kriegen Sie today. Schönen Tag noch. Können wir jetzt Tag. Gleich machen? Ich habe nicht so viel Zeit, right? Später bitte, okay? Madariaka, right?